Der Herr Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Ich möchte mich kurz vorstellen, denn ich bin ein, für die meisten von euch, die mich nie kennen, hier aus München, ich bin euer neuer Bruder, vor 2,5 Jahren errettet durch mein Bekenntnis an den Herrn Jesus Christus, durch den Herrn Jesus Christus getauft mit Heiligem Geist und aus Gnade des Herrn dieses Jahr von neuem geboren. Ich, Pastor Nico, lobe den Herrn. Und ich komme ursprünglich aus Dresden, also ihr habt jetzt einen ostdeutschen Bruder. Und bin aber, habe Landflucht betrieben mit meiner Frau und meinen zwei Jungs damals, vor 3 Jahren. Und habe das Glück, jetzt zu 5 zu sein. Seit 8 Wochen sind wir ein weiteres Mal in den Dienst gestellt worden mit einer kleinen Tochter, der Caroline. Genau. Genau, so viel kurz zu meiner Person. Ich möchte lesen, mein Predigttext ist aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 3 bis 6. Mose 20, Vers 3 bis 6. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder das, das oben im Himmel, noch das, was unten auf Erden, noch das, was im Wasser unten unter der Erde ist. Betet sie nicht an und dienet ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der daheim sucht, die Väter Missetat an den Kindern, bis in das 3. und 4. Glied, die mich hassen, und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieb haben und meine Gebote halten. Ich möchte schnell beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte danken für das Wort. Ich möchte danken für deine Gnade und deine Barmherzigkeit, dass du uns dein Wort offenbarst, es erhalten hast über die Jahrtausende und wir lesen dürfen und du uns erziehst durch deinen Heiligen Geist, die wir errettet sind, und wir dein Wort predigen dürfen und es durch deine Gnade in die Welt hinausführen dürfen und dieses Geschenk, was du uns zuteil haben lässt, den unerretteten Menschen bringen dürfen. Vater, ich bitte dich um deinen Geist hier für die Gemeinde, dass sie die Gemeinde von Sascha erweckt weiterhin und dass wir gesegnet werden durch Weisheit von dir, die wir benötigen, um dein Wort zu verstehen und richtig zu deuten. Hab Dank dafür, dass du Männer wie Pastor Nico uns sendest, um dein Wort uns zu bringen und uns das richtig teilen zu lernen. Darum bitte ich dich jetzt für diese kurze Predigt im Namen deines Sohnes, dem Herrn Jesus Christus. Gelobt, priesen sei der Name deines Sohnes in Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, ich war früher ein Lebemann, der in der Welt gelebt hat, in Großstädten unterwegs. Da fühlte ich mich zu Hause. Berlin, Wien, habe in Nürnberg gelebt. Aber dieses hat sich total verändert. Mittlerweile fühle ich mich sehr unwohl in Städten wie München oder Berlin. Warum ist das so? Es liegt daran, dass Versuchung, Sünde und Götzendienst an jeder Ecke lauert. Und es erinnert mich an meine Vergangenheit. Es ist alles noch gar nicht so lange her. Ich habe als Pokerspieler 10 Jahre mein Geld verdient. Ich habe mich in Hinterzimmern, in Shisha-Bars und solchen Milieus rumgetrieben in Casinos der Welt, habe als Card-Dealer gearbeitet. Das heißt, alles, was damit zu tun hat, mit den Menschen, die sich dort aufhalten, das habe ich viele Jahre damit zu tun gehabt. Und ja, vor allem diese. Ja, und jetzt tut eine Zeit vor uns quasi liegen, die noch nie so richtig meins war, was so das Weltliche angeht und wo diese Themen auch Versuchung und Sünde und Götzendienst vor allen Dingen sehr zum Tragen kommen. Und zwar meine ich die Weihnachtszeit. Götzendienst und Götzenanbetung direkt oder indirekt sind an der Tagesordnung, liebe Geschwister.
Weihnachtsdeko, Weihnachtsschmuck, Lichterketten und Weihnachtsbäume, alles soll uns verführen und ablenken von dem, um was es eigentlich uns gehen sollte, nämlich das Gedenken an die Geburt unseres Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn in Fleisch. Aber ist dieses Fest denn überhaupt ein biblisches Fest oder ist es ein religiöses Fest? Ohne Zweifel ist es ein religiöses Fest. Dieses Fest wurde von der katholischen Kirche vor 400 Jahren nach Christi Geburt als erstes Mal verboten. Aber weil sie es nicht hinbekommen haben, diesen heidnischen Brauch, denn es wird die Wintersonnenwende wird gefeiert, weil sie es nicht bekommen haben, es aus den heidnischen Völkern herauszubekommen, haben sie sich quasi eine neue Strategie überlegt und haben den christlichen Mantel drüber gelegt, wie bei vielen anderen religiösen Festen auch. Zum Beispiel die Sommersonnenwende, das ist der Tag, wo das Johannesfeuer gefeiert wird. Hatte Johannes der Täufer irgendetwas mit Feuer zu tun? Was sagt die Bibel? Gar nichts. So. Es wird die Sommersonnenwende gefeiert, es wird die Sonne angebetet. Die katholische Kirche wollte, wie gesagt, einfach die Heiden in die Kirchen locken, aber nicht, um sie wahrhaftig zu erretten, sondern aus niederen Beweggründen, ohne da jetzt weiter drauf einzugehen. Der Brauch dieses Festes Weihnachten geht zurück auf einen alten auf die alte babylonische Zeit, zur Zeit Nemruns. Nemruz war ein Sohn von Kusch. Kusch war ein direkter Sohn von Noah. Man kann davon ausgehen, dass Nemru wahrscheinlich sogar mit in der Arche gewesen hat. Das heißt, er war abfällig. So. All diese Dinge sind nachzulesen in dem Buch Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Und ich würde jedem, der sich als Nachfolger bezeichnet, würde ich empfehlen, dieses Buch mal zu lesen. Weil über viele Themen, wie zum Beispiel auch, woher kommt denn das Kreuz oder auch die Geschichte der Taufen, woher kommt diese Kindsbesprengung, dass man einfach mal davon gehört hat und Zeugnis ableben kann und seinen Glauben quasi auch dadurch Ausdruck verleihen kann, wenn man gefragt wird. Es ist nicht ganz so einfach, aber und man muss auch nicht alles behalten, aber es ist schön zu wissen, wo es steht, wenn mal Fragen aufkommen. So, nach dieser ganz kleinen Geschichtsstunde, wie ist es denn nun mit der Weihnachtsdeko? Wie ist es denn nun mit dem Schmuck? Wie ist es denn mit diesem Weihnachtsbaum? Vor 2 Wochen hat mich mein Sohn gefragt, Papa, kaufen wir wieder einen Weihnachtsbaum? Ich so, da war da was jetzt in dem letzten Jahr, gerade in dem Studium, wo ich dieses Buch gelesen habe, Von Babylon nach Rom. Ich muss dazu sagen, letztes Weihnachten habe ich einen Baum gekauft. Das erste Mal in meinem Leben habe ich 30 Euro für einen Baum ausgegeben. Und dann habe ich mich noch vergriffen. Wir haben ihn gehauen. Wir haben ihn selber, bin ich los, in die Baumschule, haben ihn abgesägt. Ich habe ihn natürlich abgesägt. Mein Großer ist 6, mein Kleiner ist 3, also 4. Das heißt, der Papa hat gesägt. Und weil ich keine Ahnung von Bäumen habe, habe ich mir noch einen Falschen genommen, keine Nordmann-Tanne, die man Monate stehen lassen kann und nicht die Nadeln riesen, sondern irgendeine Fichte. Und nach einer Woche fing das Ding schon an zu nadeln. War eine Katastrophe. So, nichts mehr mit nackig Füßen irgendwie rumlaufen. So, gut. Ja, also, jetzt hatte ich mich schlau gemacht. Was stand denn, also was sagt denn Bruder Google zum Thema Weihnachtsbaum? Dort steht drin, ich könnte es jetzt nachlesen, ich glaube so auf einer Seite von der katholischen Kirche, das wäre ein Brauch aus dem 16. Jahrhundert, wo im Elsass Protestanten sich Bäume ins Wohnzimmer geholt haben, die geschmückt und hingestellt haben. Angeblich, um irgendwie eine Fruchtbarkeit zu feiern oder sowas. Wer es genau wissen will, braucht nur mal eingeben bei Google Christen und Weihnachtsbaum. Angeblich irgendein christlicher Brauch. So.
Ich mir so gesagt, das stimmt mal sicher nicht. Was sagt denn die Bibel? Wir lesen dazu aus dem Jeremia, Kapitel 10. Vers 2 bis 4. So spricht der Herr, ihr sollt nicht die Heidenweise lernen und sollt euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels, wie die Heiden sich fürchten. Denn die Heidengötter sind lauter nichts. Sie hauen im Lande einen Baum und der Werkmeister macht sie mit dem Beil und schmücken sie mit Silber und Gold und heften sie mit Nägeln und Hämmern, dass sie nicht umfallen. Es sind ja nichts, denn Säulen überzogen. Sie können nicht reden, so muss man sie auch tragen, denn sie können nicht gehen. Darum sollt ihr euch nicht vor ihnen fürchten, denn sie können weder helfen noch Schaden tun. Aber dir, Herr, ist niemand gleich. Du bist groß und dein Name ist groß und kannst es mit der Tat beweisen. Was hatten wir gerade gelesen? 16. Jahrhundert. Dieses Buch ist von 585 vor Christi. Ist das jetzt hier eine Weissagung? Hat also quasi Gott Jeremia eingegeben, dass knapp 1000 Jahre später jemand anfängt, Bäume sich in die Wohnung zu stellen und hat quasi vorsorglich dieses schon hier in die Bibel geschrieben. Leider ist das nicht die Wahrheit. Dieser Brauch des Weihnachtsbaums geht auch zurück auf das alte Babylon. Und da sich diese Anbetung von Baal schon zu Zeiten Nemruds auf der Welt verbreitet hat, haben zum Beispiel auch in England oder auch hier in diesen Gefilden diese Druiden, diese Geistheiler und Heiler waren in der Welt, die haben quasi auch schon Bäume zurechtgeschnitten, die aussahen wie Kreuze, haben die angezündet und sie haben drum getanzt. Also dieser Brauch, und dieser hat sich dann einfach verkleinert und wurden Lichter draufgestellt und wurde zu Hause auch dieser Brauch weitergeführt. Und wenn den mit Gold und so beschmückt, dann sieht es auch aus, wie als würde der brennen. Also dieser Brauch ist uralt. Gut. So habe ich das meinem Jungen kurz und knapp erklärt, nicht ganz so ausführlich. Und da hat er so gesagt, aber Nussknacker können wir da hinstellen. Ich weiß nicht, ob das hier auch so üblich ist. Kennt ihr diese erzgebirgische hier Holzschnitzkunst? Die tun so kleine Räuchermänneln machen und dann so Pyramiden und so kleine Engel im Chor. Oder wie gesagt, so Nussknacker, kennt ihr das? Das sind so eine Dinger, wo könnte man eine Nuss... Sehen so ähnlich aus wie diese Kumpels hier. Okay. Ich so, Nussknacker, warte mal. Dank dem Herrn. Gleich hier. Jesaja 44, Vers 13. Der andere zimmert Holz und misst es mit der Schnur und zeichnet es mit Rötelstein und haut es und zirkelt es ab und macht es wie ein Mannsbild, wie einen schönen Menschen, der im Hause wohne. Er geht frisch darunter unter den Bäumen im Walde, aber der Zeder ab und nehme Buche und Eichen. Ja, eine Zeder, die gepflanzt und die vom Regen erwachsen ist und die den Leuten Feuerwerk gibt, davon man nimmt, dass man sich dabei wärme und die man anzündet und Brot dabei bäckt. Dasselbe macht er einen Gott von und bete es an. Er macht einen Götzen draus und kniet davor nieder. Nein, mein Sohn, Nussknacker bleibt auch in der Kiste. Meine Frau ist natürlich auch so, wir haben auch kistenweise, man tut das dann so vererben, wir haben so kistenweise mit so Weihnachtsschmuck und so weiter und so fort.
Und wie gesagt, wir sind recht frisch im Glauben und ich habe meiner Frau erklärt, schau mal, was wir alles Schönes geschenkt haben, bekommen. Ne? Also ich hab ihr nochmal Zeugnis abgelegt. Ich war eigentlich früher wie ein lausiger Hund. Ja, ich habe mich durch die Großstädte getrieben. Ich habe immer leicht verdientes Geld. Und ja, habe auch Gott geschändet, habe ihn gelästert. Habe immer an den Herrn Jesus Christus zwar geglaubt, aber ja, ich habe so ziemlich jede Sünde getan, die man nicht tun soll. Und ja, als lausiger Hund habe ich auch an jedem Hinterteil geschnuppert und habe ihm alles zu verdanken, denn durch Gnade bin ich errettet. Nicht, weil ich es verdient habe, ich habe es sicher nicht verdient. Dass ich hier vorne stehen kann, ist echt nie meine Sache, vergibt mir meine Aufregung. Und ich war immer jemand, der eher so im Hintergrund so die Fäden, im Einzelgespräch ganz gut, aber wie gesagt, auch nur durch Gnade, dass der Herr mich erfüllt, kann ich überhaupt hier sprechen oder sowas zu Papier bringen. Ich war auch ein lausiger Schüler. Ja, das ist das erste Buch in meinem Leben, was ich lese. Hat mich nie abgeholt. Ich bin immer noch derselbe Hund. Naja, nicht wirklich ein bissiger Kampfhund, mehr so ein Strolch. Nicht so ein bissig serbischer Kampfhund wie Bruder Sascha. Habt ihr Errettung nie verdient. Nicht besonders intelligent. Aber es gibt ein paar Eigenschaften, die hat so ein Hund. Und da darf ich dankbar sein. Er ist treu. Und er ist loyal, wenn er einen Herrn gefunden hat, der ihn aufnimmt, der ihm einen neuen warmen Platz gibt, der ihm eine Arbeit gibt, ich darf mit meinen Händen meine Familie ernähren, einen neuen Platz bekommen. Ja, und diesen Herrn, den soll ich jetzt verleugnen? Soll ich wieder zum Götzendiener werden? Wegen Bäumen, wegen der Welt, damit wir quasi nicht auffallen oder dass wir irgendwie ja, in der Gesellschaft nicht komisch angeguckt werden? Soll ich zum Götzendiener werden, der mich errettet hat, der mir alles gegeben hat? Ja, was machen Hunde? Die beste Aufgabe, die man Hunden geben kann, ist, die Erde zu behüten, seinen Herrn zu behüten. Sie verteidigen ihren Herrn bis auf den Tod. Sie verteidigen ihre Schafe bis auf den Tod. Und so möchte ich in meinen kurzen Worten reden. Amen. Und so will ich euch ermahnen, liebe Brüder, die dem Herrn nachfolgen und nachfolgen wollt, aus dem Lukas Kapitel 9. Vers 23. Über die Nachfolge. Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Amen. Amen. Gelobt, priesen sei der Herr Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Danke, liebe Herr, danke. Reden wir noch für Segen über das Essen. Nach. Alle, die noch gerne als Bruder predigen möchten, möchte ich bitten, wir machen einen kleinen Korb mit Zettel drin, können Sie den Namen reinnehmen und kann ich so rausnehmen. Und dann können Sie bis tief in der Nacht noch. Vater, danke nochmals, dass wir das Wort gehört haben. Und es ist immer schön und wunderbar, das frische Wort. Und
zu hören und von Leuten, die sich bekehrt haben und die sich gerne zur Verfügung stellen, dass du sie nützen kannst. Zu deiner Ehre, wir haben alle hier so lange für unsere eigenen Ehre und selber gelebt. Wir möchten etwas für dich tun. Wir danken, dass wir das tun können, auch hier in Deutschland. Gib uns Gnade und Freude, das zu deiner Ehre zu tun. Und segne auch bitte das Essen und die Gemeinschaft heute Abend. Das fragen wir in Jesu Christi Namen. Amen. 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 Okay. Ich denke mal, Karl, haben Sie selber bedient, richtig? Ja, ja, ja. Ich vergesse mich aber. Oder finde ich, wir können das erste gehen, weil die muss die Sätze schon losfahren. Richtig? Ja.